damit wäre das gesagt. Ich freue mich sehr, unseren nächsten Vortrag zu präsentieren heute Abend. Wirklich, wirklich interessanter Vortrag, wie man schon sehen kann. Dieses Projekt wurde in unserem Televiva Makerspace entwickelt. Also werde ich nun das Mikrofon weitergeben an Denise. Einen großen Applaus für die drei. Hi zusammen. Mein Denise ist Aldenisa und ich werde heute vorstellen, was heute passieren wird hier. Es wird ein bisschen wie eine Kochshow oder eine Live-Präsentation. Wir werden erklären, was Electrolickables, also elektronische Lutscher, sein sollen. Und was diese Männer jetzt hier auf der Bühne machen werden, ist, sie werden zeigen, wie man diese Süßigkeiten live herstellen kann. Was ist Open Source Hardware für Smart Candies, für intelligente Süßigkeiten? Das Internet von Süßigkeiten. Die Art, wie wir fortfahren werden, ist, ich werde zuerst uns vorstellen, warum wir das machen. Dann wird Alex was erzählen, was wir in der Live-Präsentation vorstellen. Und dann werden wir sagen, warum wir das überhaupt machen. Also im ersten Teil, was passieren wird, ist, Soha wird eine Flüssigkeit eine Form für die Süßigkeiten herstellten. Also in unseren Workshops lassen wir unsere Teilnehmer die Form selber herstellen und sich selber auf diese Form einigen. Aber hier werden wir das in Form eines Bitcoin-Symbols machen. In Immanuel Kants Kopfform. Möchtest du irgendwas über die Form sagen? Ja, also im Prinzip benutzen wir Silikon. Was es im Prinzip aus Aceton besteht. Und es ist hygienisch. Man kann durchaus Nahrungsmittel daran herstellen. So, wir machen dieses Silikon. Zuerst werde ich die Zutaten in diese Schüssel tun. Die Kamera ist da drüben. Ich tue ein bisschen was von den Zutaten in diese Schüssel und dann hole ich das Silikon heraus und mache das da drauf. Das ideale Silikon braucht eigentlich eine lange Zeit, aber wir werden das jetzt hier ganz schnell machen. Das wird jetzt ungefähr 10 Minuten dauern, um sich zu auszuhärten. Ich denke, da ist eine interessante Sache über das Silikon. Ihr habt gesagt, dass die Leute nicht das normale Silikon benutzen sollen, aber das ist das günstigste Silikon, was wir finden konnten. Wir wollten eins, was wie Wein nach Wein nach nein nach Knoblauch riecht. Okay, while he's preparing to also während er die Form herstellt, werde ich euch was über uns erzählen und warum wir das machen. Also erst möchte ich hier vorstellen, er ist ein wirklicher Süßigkeitenfanatiker. Und was man im Hintergrund sehen kann, ist seine Sammlung von japanischen Süßigkeiten. Also er hat einen Freund in Japan, der ihm Süßigkeiten jeden Monat aus Japan zuschickt. Und er zeigt dann die Übrigbleibsel davon. Das ist ein Beispiel für japanische Süßigkeiten, was wahrscheinlich eine Art von Inspiration war. Dann, das ist Soha, er macht gerade die Form. Soha ist sehr, sehr interessiert in flexiblen elektronischen Schaltkreisen und darauf sind die Schaltkreise basiert, die wir in den Süßigkeiten einsetzen, auf flexiblen Materialien. Und was ich über Soha sagen kann, er ist ein sehr guter Koch, also es ist wirklich interessant, dass er die Süßigkeiten macht. Dieses Silikon ist irgendwas mit Säure, es ist irgendwie schwer zu verstehen.
der Säuregehalt geht nach ein paar Tagen weg. Am Anfang aber wahrscheinlich riecht es oder so. Ja, etwas über mich. Ich hasse Zucker. Ich glaube an all diese Vorurteile gegenüber Zucker, dass es Krebs auslöst und dass es schrecklich ist, und ich bin ein bisschen verängstigt davon. Also normalerweise würde man mich normalerweise bei den Marmeladengläsern finden. Ich würde gerne zur Präsentation übergehen. Ja, das bin ich. Und meine Lieblingsaktivität ist... okay. Also ich suche nach Laktosebakterien und experimentiere mit gesunden Nahrungsmitteln normalerweise. Und ich erkläre später, wie ich damit in Berührung gekommen bin. Das ist unsere Küche und unser Labor, wo wir dieses Wunder von smarten Süßigkeiten herstellen. Das sind einige der Bauteile, und ja, das ist so, wie es normalerweise aussieht, ziemlich unordentlich. Das ist erst einer der Workshops, die wir zu Hause machen. Das war diesen Sommer in Slowenien und auf dem Friedenscamp. Die Atmosphäre, in der wir normalerweise das machen, Leute löten und mal stellen die Süßigkeiten her. Und das sind die interessanten. Stehen in Beziehung mit den smarten Süßigkeiten. Möchtest du irgendwas über die Fun-Sein sagen? Eigentlich sind es die Anleitungen für die Kinder, die am Workshop teilnehmen. Also Schritt für Schritt Anleitung. Ein bisschen mehr. Was interessant an diesem Fanseins ist, dass die Kultur des Fanseins ist, dass es ziemlich low-tech ist, also ziemlich einfache Technik, und einem wird nicht alles gesagt, sondern es abstrahiert, es lenkt einen ein bisschen sogar davon ab, die eigentlichen Dinge zu machen und die Sachen selber zu machen. Vielleicht brauchen wir jetzt die Kamera, denn es passiert gerade etwas Interessantes auf dem Tisch. Ja, ich mache gerade tatsächlich die Form von dem von der Form modelliere ich gerade mit der Form von dem Kopf von Immanuel Kant. Ich habe es in den Silikon reingesteckt und mache es jetzt schön glatt und fest drumherum. So the Bitcoin is made. Ja, der Bitcoin ist mit aus Fusion gemacht und 3D gedruckt, aber man kann natürlich irgendein Objekt nehmen als Grundlage für die Form. Okay, ich möchte gerne nochmal wieder zurück zur Präsentation zurückkommen, um ein bisschen den Vorgang zu erklären. Also was wird passieren, nachdem die Formen hergestellt wurden? Also nachdem man die Form hergestellt hat, das ist der zweite Teil. Weil der viel wichtigere Teil ist eigentlich das Löten, und ich möchte euch noch ein bisschen mehr über den Vorgang in den einzelnen Komponenten machen, wie wir die hier zu Schaltkreisen zusammenbauen. Tatsächlich ist ein Teil der Sachen verbunden mit Löten, aber der andere Teil ist eigentlich eine Art leitender Stab, ein flexibles leitendes Material. Also es geht nicht nur ums Löten, sondern auch um ein anderes Material. Also Experimente mit flexiblen Leitern. Das sind einige Fotos aus diesem Fortschritt. Jetzt kommt eigentlich der interessante Moment, wo wir immer noch so ein bisschen mit Probleme haben, und zwar das Kochen des Mais-Sirups. Das ist eine ziemlich aufregende chemische Reaktion, die man da beobachten kann. Und dann ist der interessanteste Teil, und zwar nämlich die Schaltkreise in die Süßigkeiten hineinzugießen. Ja, und dann hat man eben eine smarte Süßigkeit. Und was man danach machen kann, ist natürlich die Schaltkreise testen und die Süßigkeiten probieren. Ja, was passiert jetzt? Also ich werde ein bisschen was erklären. Ich habe die Elektronik hier jetzt. Also was im nächsten Schritt passieren wird in der Live-Präsentation, ist,
du, die Süßigkeiten, den Mais-Sirup anzufangen zu kochen. Er wird den Mais-Sirup kochen und die Materialien für das Eingießen der Schaltkreise vorbereiten, während er ein paar Schaltkreise vorbereiten werde. Ich arbeite jetzt gerade mit diesem Zuckersirup. Es ist im Prinzip einfach nur, das ist das Rezept dazu, 250 Gramm Zucker, 190 Gramm Sirup und 90 Gramm oder Milliliter Wasser. Der Sirup wird benutzt, um den Zucker davon abzuhalten, zu kristallisieren. Also quasi ein Trenner. Ja, jetzt nehme ich meinen Topf und ich werde da jetzt 90 Milliliter Wasser hineingießen. Ich werde mich ein bisschen aufs Löten vorbereiten und so. Wir hatten leider keinen guten Zucker. Gestern war ein großartiger Zuckertag. Heute haben wir Riesensauerei gemacht. Also drückt mir die Daumen. Okay. Das Beste ist. Also das beste Instrument ist so ein Holzstab, um den Zucker zu verarbeiten. Also wir warten darauf, dass die Lösung ein bisschen heiß wird und benutzen dazu einen heißen Kochtopf, einen induktiven Kochtopf. Und als Hitzequelle. Okay, so if I wenn ich das jetzt einfach nur stehen lassen würde, dann würde es einfach Karamell werden. Aber wenn ich den Sirup hinzufügen würde, also den Mais-Sirup, würde es davon abhalten, zu Karamell zu werden. Möchtet ihr jetzt was von den Schaltkreisen sehen oder erst in einer Minute? Okay. Also das Beste, was man daran sehen kann, ist diese Karamellisierung. Okay, ich habe ein paar Folien vorbereitet, warum wir das eigentlich tun oder zu beobachten, warum die das tun und versuche auch mein Interessen darzustellen. Zuerst, es ist essbare Elektronik. Ich denke nicht, dass es noch andere Technologien in diesem Feld gibt. Unser Ziel ist es nicht, irgendwelche synthetische Erfahrungen oder andere Möglichkeiten, die Zunge zu stimulieren. Dafür interessieren wir uns nicht. Also ich denke nicht, dass es einfach nur ein normaler digitaler Lolli-Lutscher ist, der versucht irgendwie von seinen Abhängigkeiten von Süßigkeiten fernzubringen oder einen irgendwie anders zu stimulieren oder so. Wir hatten letztes Jahr einen Vortrag über essbare Roboter und das hat uns dazu inspiriert. Und das ist das, warum ich, wo ich ein bisschen Hilfe von euch brauche, und zwar, ich denke, das sind einfach nur Lutscher für Hardware-Fetischisten. Es sieht so aus, als würde jemand Schaltkreise liebt und versucht, sie abzulecken. Okay, also es ist ein Teil eines Projektes, das Saha und Yil eine ganz schöne lange Zeit gemacht haben und es wurde Idioten, also Idiots genannt. Könnt ihr da mal was erzählen? Von den Idioten. Die Labore hießen so. Tatsächlich fing es vor mehreren Jahren an. Man sieht die Gefahr vom Kochen des Zuckers. Also wir waren eine Art Start-up, also ein Start-up im Bereich der Internet of Things. Und wir wollten eine Plattform machen für Leute, die nichts wussten. Also hatten wir diese Kiste, wo man einen Sensor anschließen kann, einen Sensor, und dann kann man es kontrollieren, steuern. Mit einer Smartphone-App kann man es dann steuern. Und mit normaler, natürlicher Sprache. Also sowas wie, ich habe den Schwellenwert überschritten, also leuchte, mach die Lampe an oder so. Und man konnte halt irgendeinen Sensor anschließen, so wie man wollte.
das war halt alles, was es war, also nicht sonderlich interessant. Also wir sind über die Idioten hinweg und jetzt in dieser Zuckersucht. Zeig uns vielleicht nochmal bitte die Folien, um nochmal zurück zur Präsentation zu kommen. Ja, ich habe angefangen mit den Süßigkeiten anzufangen. Wollt ihr was zeigen oder kann ich weitermachen mit dem Vortrag? Okay, ich habe etwas parat. Und zwar, warum ich überhaupt mit den Leuten rumhänge, ist mit diesen Zuckersüchtigen, ist diese Lutscher sind irgendwie eine Art von philosophischer Spaß. Und ich hatte gedacht, wenn man die ableckt, kann man dann vielleicht was über Philosophie lernen. Und meine Idee war, ja, natürlich könnte es. Vielleicht man lutscht irgendwas ab und ja, weil er Teil von dieser riesenlangen Theorie ist von, also immer noch involviert in der europäischen Philosophie von Freude und ja, Denken und Rationalität und Sinne. Also denke ich, dass wenn man den Lutscher lenkt und sich den Stromkreis innen drin sieht und sich den anguckt und sich überlegt, wie der Zusammenhang zwischen Elektronik und seinen Sinnen ist, kann man auf irgendetwas kommen, was ja, sich tatsächlich interessant ist, sich anzugucken. Also dadurch, dass man den Schaltkreis sieht, kommt man auf ganz neue Gedanken. Und ja, also diese Figur von Kant ist eine Sache, wo ich sie darum gebeten habe, sie für mich zu machen. Ich denke, dass mit diesem Lutscher in der Form von dem Kopf von Immanuel Kant können wir die schlechte Wahrnehmung von Schmecken und Lecken und so beseitigen, weil in der Philosophie ist es häufig so, oder es ist häufig so, dass es ein Gegner der Philosophie ist, also dass man sie kontrollieren muss und niedrig und abwürdig und so. Und diese Lollipops, diese Lutscher können unsere Sinne erweitern und irgendetwas, was unseren, also es stillt zwar nicht unseren Hunger, es lässt einen in der Unsicherheit und vergiftet einen und ja, bereinigt einen von dem ganzen Verdauungssystem, was auch immer. Also wir ist gerade passiert etwas nochmal hier auf dem Tisch, deshalb würde ich gerne nochmal die Kamera auf dem Beamer sehen. Man kann sehen, dass die Blasen immer weniger werden und das Wasser immer stärker verdunstet und die Glucose jetzt den Zucker auffällt und wir haben 146 Grad, werden wir das ausschalten für 2 Minuten, um es abkühlen zu lassen. Und dann werden wir den Geschmack überprüfen. Also idealerweise hat man jetzt dann die Schaltkreise vorbereitet, sodass man es einfach diese ekelige Masse von Zucker nur noch drüber oder drüber kippen muss. Aber hier haben wir ein bisschen geschummelt, während Soha den Schaltkreis noch lötet. Was ist das eigentlich für ein Schaltkreis, den du da vorbereitest? Ich mache einen, also im Prinzip ist es ein Schaltkreis, der auf einem Material, auf einem Metall basiert. Also es ist also einer von diesen Standard-Verhaltensforschungen. Also es besteht aus, also mit dem Finger und der Zunge und dem Körper. Das ist irgendwie schwierig zu verstehen. Eine LED als Ausgabe und anderer Kram und eine Batterie. Also wenn man, wir haben diesen Schaltkreis für die letzten 4 Jahre benutzt, also für den Großteil unserer Arbeit. Wir können das jetzt mittlerweile ziemlich gut. Also es ist eine Art von psychologischen Verhaltensexperiment mit der Maus, ob sie versucht, wegzugehen am Ende. Das ist im Prinzip unser Weg, mit Tieren zu kommunizieren, in einer psychologischen Art und Weise. Ja, wir machen uns bereit, den Zucker auszugießen. Wo sind die Schaltkreise, die wir benutzen wollten? Also wir werden vorbereitete Schaltkreise benutzen. Also 100,
46 Grad Celsius. Wenn ich das nicht genau hinbekomme, wird es karamellisieren und echt unsauber werden. Also eigentlich sind das hier die Vorbereiteten. Ich hole die mal eben raus. Jetzt kann man sehen, dass es ungefähr 10 Minuten dauert, um es trocknen wird. Jetzt kann man es gut sehen. Man kann die Formen einfach herausnehmen. Es ist eine ziemlich feine Form, eine ziemlich einfache, günstige Form. Natürlich ist es jetzt nicht zertifiziert für die Essensherstellung, aber das interessiert uns jetzt einfach mal nicht. Man sollte es natürlich nicht für die Medizinherstellung benutzen oder ähnliches. Im Prinzip habe ich es ein bisschen zu dünn gemacht. Ja. Okay. Wahrscheinlich alles in der Nase von Kannes Kopf. Ja, du hast meinen Philosophen versaut, ja. Also. Jetzt sind die Blasen langsam weg. Wir werden die Geschmacksstoffe erst reintun, wenn es bei 120 Grad ist. Und wenn man das nicht reinigt, dann ist es einfach nur schön goldfarben. Ich werde noch ein bisschen was löten. Das ist eine Wassermelonen-Geschmacksrichtung. Aufgrund der des Temperaturunterschiedes wird es ein bisschen auf. Man muss eigentlich auch warten, bis die Blasen sich gesetzt haben, weil man will ja keine Blasen haben in den Süßigkeiten. Die Blasen werden schon noch weggehen. Da braucht man auch kein Vakuum für oder so, man muss einfach ein bisschen warten. Aber es ist wirklich, also jeder Zucker ist anders, jeder Tag ist anders. Manchmal geht irgendwas total schief und manchmal ist alles total gut. Man muss auf die Temperatur achten. Also auch was das Wasser angeht, was in der Lösung enthalten ist. Ich werde mal hier weitermachen mit meinem Kram, weil ihr scheinbar noch beschäftigt seid. Kann ich nochmal die Präsentation haben für ein paar Minuten? Danke. Ja, das ist das Candy, die Süßigkeit, wofür ich mich interessiere. Es ist der Kopf von Immanuel Kant und ihr werdet es sehen. Es macht ein paar interessante Dinge und zwar lehrt es einen diese interessante Befriedigung, wie das funktioniert. Ja, man kann den Vorgang sehen, der die Sinne auslöst. Also ich denke, es ist dieses berühmte Berliner Museum, wo die Körper ausgestellt sind und ich habe ihn gescannt, um auf dieses Modell zu kommen. Ich denke, das kann total falsch lag mit seinen Kritiken und er hat sich nur in purer, praktischer Begründung interessiert. Und ich denke, dass was Zucker und was Bitcoin repräsentiert, ist die Sache, was alle unsere Sinne betäubt und eine spekulative Grundlage eigentlich. Zucker ist, also diese Süßigkeit ist im Prinzip 89% nur Zucker. Das ist, der Zucker hat auch eben den Sklavenhandel ausgelöst und den größten demografischen Wandel, der die Welt jemals gesehen hat. Und Zucker ist auch eine interessante Zutat wurde ein sehr günstiges Suchtmittel. Ja, lass uns nochmal zurück zur Kamera, um zu sehen, was man hier sehen kann. Der Zucker ist jetzt leicht flüssig und immer noch sehr heiß. In einer Mitte, wir können es sogar auch anfassen und formen, aber jetzt werden wir es in die Form reinschippen. Da ist der Schaltkreis drin und ich werde es einfach jetzt ausgießen. Ja, und es ist etwas, um den Fluss zu stoppen. Ja, hier sind sie zu sehen.
ziemlich dick. Ja, der Schaltkreis ist, die Schaltkreise werden in einem Reflow-Ofen gemacht mit bis zu 220 Grad. Wir werden euch jetzt zeigen, wie die kompletten Produkte aussehen, die wir vor 40 Minuten gemacht haben. Und wir lassen das jetzt draußen stehen, um ein bisschen abzukühlen. Und man nimmt sie einfach raus, wenn man es anfassen kann mit der Hand und es sich anfühlt wie auf Raumtemperatur. Ich denke mal, das ist jetzt gut. Ja. Ja, dieser hier sieht interessant aus. Ja. Er hat einen Temperatursensor und einen Mikrocontroller innen drin. Und man kann tatsächlich die Temperatur bearbeiten. Es ist eine ein Temperatur auf RGB-Sensor. Man kann das tatsächlich benutzen, um Kinder zu bespaßen. Also das Interessante am Zucker ist jetzt, dass der Zucker immer, also das ist immer noch rot. Normalerweise sollte es jetzt grün werden. Also wir haben es ungefähr eine Stunde vor einer Stunde gemacht. Okay. Ja. Wenn ihr möchtet, könnt ihr kommen und euch die Schaltkreise angucken oder uns Fragen stellen, wenn ihr wollt. Okay. Ja. Ja, zuerst eine große Runde Applaus für diesen Monster-Talk, für diesen Monster-Vortrag, monströsen Vortrag. Und tatsächlich haben wir noch ein paar Minuten übrig für Fragen, also wenn ihr ein paar Fragen habt, was hier los ist, und wir fangen an mit dem Internet. Okay, das Internet wollte wissen, ob ihr versucht habt, das zu erhitzen oder so, um die Zuckermasse zu verwenden. Also das ist eine Induktionsherdplatte, weil die Induktion sehr gut geeignet dafür ist, um Sachen zu erhitzen. Aber ja, wir haben es auch schon auf andere Sachen gemacht. Wir normalerweise schleppen wir nicht unsere Sachen mit uns rum, sondern machen einfach das, was vor da ist. Wir haben es tatsächlich irgendwo entwickelt, in der Natur, wo wir gar nicht diese Ressourcen zur Verfügung hatten. Ja. Wir haben in einem Zelt gearbeitet. Frage von Mikrofon Nummer 3. Ich wundere mich, welches Programm ihr benutzt. Wir verwenden Reality Capture. Es ist ein ziemlich gutes Programm, ziemlich professionell, aber eine Bezahlversion, aber es gibt auch eine Demo-Version. Und es gibt auch noch OpenSCAD, was auch ein sehr gutes Programm ist, wo man auch Zahnräder oder kleine Teile mitmachen kann. Eine andere Frage aus dem Internet. Das Internet möchte gerne wissen, ob ihr bleifreies Lötzinn benutzt und was ist mit Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit diesen Süßigkeiten. Oh. Es kann sein, dass man davon... Es wird einem schon keine größeren Krankheiten verursachen. Bisher ist zumindest noch niemand gestorben. Till now. Mikrofon Nummer 3. Mikrofon Nummer 3, bitte. Ja, danke dafür, dass noch niemand gestorben ist. Kann ich einen von den Süßigkeiten haben? Ja klar, natürlich. Komm her und hol dir eins ab. And one last question. Eine letzte Frage bitte, Mikrofon Nummer 1. Ja, danke für den Vortrag. Tatsächlich habe ich zwei Fragen. Habt ihr ein Rezept für laktoseintolerante Leute? Fructose wahrscheinlich, Glucose. Und ob ihr auch andere Philosophen formen wollt, zum Beispiel Alan Watts. Wow, warum Alan Watts? Also ich denke, warum nicht? Sie ist der Philosoph. Es sollte irgendwas mit Zucker oder mit Sinnen zu tun haben, also irgendeine Art von Verbindung. Aber natürlich bin ich auch offen dafür, also beim nächsten Workshop gerne. Ja, danke. Damit ist die Zeit vorbei.